Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Und Leute, es sind wieder massig Tiere angekommen, die ich euch zeigen werde. Die sind doch gerade eben angekommen, das heißt, ich muss auch selber noch reinschauen, ob sie gesund sind, ob es denen gut geht. Und natürlich nehme ich euch da einfach mit. Aber das Besondere ist diesmal, genauso wie beim letzten Mal das Riesen-Unboxing, dass ihr die Tiere bei mir bekommen könnt. Wenn ihr da also ein Tierchen seht, das euch interessiert und was ihr gerne haben möchtet, schreibt mir einfach auf Instagram oder auf Discord, da bin ich zu finden und dann reden wir drüber. Aber es ist auch noch ein Tierchen dabei, das behalte ich auch. Das wird auch noch ein extra Video bekommen, aber wir werden es heute trotzdem auspacken. Wie gesagt, ich muss ja schauen, ob es dem Tier gut geht. Also seid gespannt, das sind wirklich super tolle Tiere und ich freue mich da riesig drauf, die jetzt da rauszuholen und mir anzuschauen. Und das Ganze nach dem Intro. Wir starten auch direkt rein, denn ich denke, das Video wird wieder etwas länger, heißt auch viel schneiden, viel rendern. Aber auch für euch mehr zu gucken. Und wir beginnen gleich mit einer wunderschönen Spinne. Einen wirklich super schönen Baumbewohner. Und wie gesagt, ich habe da selbst noch nicht reingeschaut, wir werden jetzt mal gucken. Es ist alles vorbereitet, also sprich, wenn das Tierchen hier auf Achse geht und losrennt, dann kriege ich es auch relativ gut eingefangen, hoffe ich. Und ja, es ist ein sehr schnelles Tier, wir werden mal schauen, wie es sich jetzt verhält. So, mal gucken, ob wir die alles hier auch gut drauf bekommen. Die sieht schon nicht so glücklich aus bei dem, was hier jetzt gleich passiert. Und wenn ich das hier nicht... Upp. Oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, meine Kleine. Oh, die hat aber keine Lust. Ich nehme mal die Kamera ab. Ja, und was haben wir hier bekommen? Ein wunderschönes Psalmopeus Irminia-Mädel. Ne, die sitzt jetzt da drin mit ihrem wunderschönen Muster. Man sieht das auch, ne, dieses Tiefschwarz mit den schönen Orange drauf. Ja, für mich auf jeden Fall mit einer der schönsten Baumvogelspinnen, muss ich sagen. Einfach, weil ich eben diesen Kontrast liebe zwischen dem Schwarz und dem Orange. Ne, das ist halt Wahnsinn. Was wir aber nicht sehen, ist ihr wunderschöner Tigerhintern, den zeigt sie uns natürlich nicht, aber der ist auch vorhanden, ne? Ein super schönes Tier. Oh, und das ist jetzt die erste von vielen. Ich finde, ein super schönes Tier und ja, ich denke, dem einen oder anderen wird sie auch gefallen. Schönes Tierchen. Ja, und hier haben wir sie nochmal. Wie gesagt, die hat gerade gar keine Lust. Und was wird die sein? 4 cm schätze ich mal. 4 cm plus Körperlänge. Schönes, großes Tier, wie ich finde. Ne? Also, wenn du meine Hand dazu nimmst, ein sehr schönes, großes Tier. Ja, ich liebe die Art. Kann man sagen, was man will. Und ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Es sind sehr, sehr schöne Tiere. Und da gibt es sehr, sehr viele Leute auch, die diese Tiere lieben. Genauso wie ich. Und deswegen definitiv wert gewesen, nochmal mit einzupacken. Ja, und jetzt machen wir direkt weiter. Auch eines meiner Lieblingsspinnen tatsächlich. Ich will nicht sagen, ich habe irgendwie eine Lieblingsspinne oder sowas, aber die ist schon sehr, sehr weit oben mit dabei. Die meisten kennen sie auch, weil ich immer wieder von diesem Tier schwärme. Und wir müssen mal schauen, wie wir sie hier rausbekommen am besten. Ja, die ist nämlich sehr, sehr groß. Also größer, ne? Ist jetzt nicht ein Riesentier, aber sie ist schon größer. Und wir schauen mal, dass wir so rausbekommen. Ist ein subadultes Tier. Huch. Ist das mal irgendwie... Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie so gefriemelt, wie ich das friemel. Ja, ist es. Und jetzt drehen wir sie mal raus. Ne, erwartet nicht zu viel. Das Tier hat definitiv keinen Bock auf uns. Einfach, weil sie jetzt die Reise hinter sich hatte. Ne, die will eigentlich ihre Ruhe haben. Vollkommen verständlich auch. Ne? Und ja... Dieses Gedrehe hier, das muss man erstmal wieder auseinanderpopeln. Und da haben wir sie. Was haben wir da? Eine Neo-Holotele Insei Dame. Subadult, wunderschönes Tier. Ich habe schon wieder Insei gesagt, aber ich nenne sie so gerne Insei, weil das einfach besser klingt. Aber sie heißt Neo-Holotele Inkai. Und es ist, wie gesagt, ein subadultes Mädel. Und auch ein sehr schnelles Mädel. Ne? Also wenn die will, kann die auch abziehen. Neo-Holoteles sind da... Definitiv nicht die langsamsten Kollegen. Na, also wenn die keinen Bock hat, dann kann die auch Gas geben. Ist aber eine Zwergvogelspinne. Ne? Man sieht, sie ist jetzt nicht riesig. Was nehme ich denn jetzt als Vergleich, damit ihr das seht? Ja, was nehme ich denn jetzt am besten als Beispiel, dass ihr seht? Am besten diese Döschen hier. Ne? Dann seht ihr, wie groß die ist. Die hat eine Körperlänge von... Einen Moment. Eine Körperlänge von 3,5
3,5 Zentimetern. 3 bis 3,5 Zentimetern. Und ein wunderschönes Tier, muss ich sagen. Ne? Also, ich liebe diese Art. Wirklich, ne? Auch diese Zwerg, es sind halt Zwergvogelspinnen, muss man halt wissen, ne? Die wird jetzt nicht viel größer, einen Ticken kriegt sie noch dazu. Da wird es wahrscheinlich auf die 4 cm kommen, Körperlänge, aber das war's dann auch. Und ja, also, ne? Guckt euch den Schimmer an, dieses Goldene. Es sind wunderschöne Tiere. Kann man sagen, was man will. Ich finde die super toll. Ein Riesenfan. Einfach auch schon, weil es eine Zwergvogelspinne ist. Ja, und eben halt auch klein bleibt, nicht viel Platz braucht und. Sehr viel zu sehen ist, wie ich finde. Also meine Mutti ist jedenfalls immer viel zu sehen. Davon hatte ich ja schon einiges an Nachzuchten. Und ja, die ist auch da und wartet auf einen neuen Besitzer. Schönes Tier. Und falls ihr Heimchendosen kennt, da seht ihr das, ne? So groß ist die, wenn sie eine Heimchendose ist. Eben eine Zwergvogelspinne. Und eine super schöne Art. Ne? Gefallen mir total. Echt schön. Und jetzt kommt direkt der nächste Knaller. Ich denke mal, wir fangen mit dem an, da haben wir nämlich 3 Pärchen von da und ja, wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ob mich hier was erwartet? Erwartet mich was? Ja, mich erwartet was und zwar fangen wir mit dem Männchen an. Na, schauen wir doch mal, wie so ein Männchen so aussieht. Steht halt sehr, sehr vorne drin. Hopp. Und dann gucken wir mal, dass wir das Türchen da rausgerollt bekommen, ha? Sitzt nämlich ganz vorne und wartet darauf rausgeholt zu werden. Der eine oder andere hat es jetzt bestimmt schon erkannt. Aber, wer es noch nicht erkannt hat, es ist, ich sehe nichts. Wo ist denn hier das Dröselding? Moment, hier. Hopp. Dann dröseln wir das einfach mal auf. Müssen sie nämlich eh aus dem Weiß rausbekommen. Und vergesst nicht, die Tiere sind jetzt wahrscheinlich schreckhafter, actionreicher unterwegs. Oder stellen sich gerne tot. Eins von beiden geht natürlich auch, ne? So, und was haben wir hier? Wir haben hier ein Acanthus curia geniculata Männchen. Hätte ich nicht gedacht, dass die dem Weibchen so massiv ähnlich aussehen. Ne? Also, hätte ich schon gedacht, dass da nochmal ein Unterschied zu sehen ist. Aber wir haben jetzt hier ein Männchen und das Männchen hat Gas gegeben. Ist aber noch drin in dem Import. Ist also noch in-game. Ich muss nur schauen, dass ich sie jetzt drapiere, dass ihr sie auch sehen könnt. Sitzt hier. Schauen wir mal, wie groß sie ist. Auch 3 cm Körperlänge. Und ich denke mal, so werden sie alle sein. Ne? Also sowohl die Weibchen als auch die Männchen. Kann sein, dass die Weibchen vielleicht einen Ticken größer sind. Aber so in dem Dreh 3 cm werden sie alle sein, die jetzt kommen. Und wie ich finde, auch wirklich eine schöne Art. Ne? Und ja, schaut es euch wieder an. Ne? Ich kann es immer wieder sagen, wir haben sie ja beim letzten großen Pack-Opening schon mal gezeigt. Da war ja schon mal ein Mädel dabei. Die ist auch sofort umgezogen. Da waren die Leute sehr schockverliebt. Kann ich komplett nachvollziehen. Ja, echt schöne Tiere und ja, schaut euch das an, ne? Ich kann da halt gar nicht aufhören, da drauf zu glotzen. Es ist halt wirklich super schön, dieses Beige mit diesen Beinmustern und allem drum und dran. Aber wir wollen mal nicht so weiter schwärmen, wir müssen nämlich noch ein paar weitere von denen aussammeln und angucken. Als nächstes kommen wir mit dem, machen wir mit dem Mädel weiter. Und jetzt hoffe ich doch direkt, dass das Mädel genauso kooperativ ist. Huch. Sitzt auch schon am Anschlag. Und wir gucken mal, was wir so rausholen. So. So, fangen wir doch mal an, also auseinander zu primeln. Und wie gesagt, ich sag's immer wieder und ich sag's auch immer wieder gern, die sind jetzt gerade frisch am ausgepackt werden nach ihrer Reise. Die haben natürlich keine Lust. Ja, vor allen Dingen werden sie auch gerade aus ihrem Zuhause, was sie gerade eben erst bekommen haben, wieder rausgerissen. Das finden die natürlich nicht so toll. So. Und da sitzt das Mädel. Ich guck mal, ob ich sie hier runter bekomme. Geh mal ein Stück. Geh mal ein Stück. Ne? Nö. Heute nicht? Okay. Okay. Ich akzeptiere das. Du möchtest nicht gehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Da haben wir sie sitzen. Durch das Weiß natürlich mit der Kamera nicht so schön aufzunehmen. Aber glaubt's mir, sie ist genauso schön wie das Männchen und Wahnsinn, ne? Superschöne Tiere.
Super, super schöne Tiere. Aber wir müssen noch weitermachen. Ja, die nächsten Männchen sitzen auch auf Anschlag. Na, auch ganz vorne drin. Und wir schauen mal, ob überall Brennhaare wieder dran. Das rausbekommen. Hoppadi hopp. Und dass wir ihn aufdröseln. So, jetzt wird weiter gedröselt. Zuppdizupp. Sind auch wieder Brennhaare dran. Jede Menge. Hopp. So, mein Guter. Und bei den Brennhaaren, wie gesagt, mal ein bisschen aufpassen. Immer mit Vorsicht genießen. Brennhaare können echt unangenehm werden. Für mich jetzt, wie gesagt, nicht immer so schlimm. Mich stört das Jucken nicht. Aber ins Auge möchte ich sie nicht bekommen und erst recht nicht in die Lunge. Also nicht im Hals, nicht in den Mund. Ne? Am besten Fall nirgendwo hin. Aber kann man manchmal nicht verhindern. Da haben wir das nächste Männchen. Und genauso schön wie die anderen zwei Tiere auch. Und das letzte Männchen. Vergesst nicht, wir haben auch noch, jetzt auch schon auf Anschlag. Wir haben noch zwei Weibchen, wir sind also noch nicht fertig mit den Acanthus coriaginiculatas. Und hier ist der Dröseling und dann drehen wir das Tierchen Russ. Und da haben wir das Tierchen sitzen. Ja. Und was kann ich sagen? Ich finde, sieht genauso schön aus wie die anderen auch, ne? Also. Ich habe bis jetzt noch nichts entdeckt, dass da ein Makel ist oder irgendwas dergleichen. Die sehen alle wunderschön aus. Aber die Brennhaare, ne? Die sind hier überall verteilt. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wir gucken sie uns nur an und ja, mehr brauchen wir da nicht machen. Ne? Sind schöne Tiere. Füttern, Wasser geben, ein schönes Zuhause geben. Und ja, tolle Tiere, ne? Ich finde die mega. Super schöne Tiere. Jetzt noch die zwei Mädels und dann sind wir mit den Acanthus coriaginiculata auch durch. Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich muss halt kontrollieren, sind die Tiere heil angekommen, sehen sie fit aus und wenn sie mich schon so anlächeln, dann sehen die fit aus. Die ist nicht aggressiv oder irgendwas dergleichen, ne? Möchte ich gleich festhalten. Die Erminia war auf jeden Fall, die hatte keinen Bock, also wenn du die auf die Hand bekommen hättest, die hätte dir gezeigt, was sie davon hält. So, und da sitzt das Tier schon und sagt sich, wow, das war mal eine Reise und dann wäre ich auch noch durchgetrüdelt. Wie gesagt, ist halt sehr schade, ne? Durch das Weiß ist das nicht so schön zu sehen. Aber die erste haben wir ja gesehen, ne? Da konnte man sie sehr, sehr gut sehen. Ich finde aber auch hier ist sie gut zu sehen. Kommt natürlich durch das Weiß nicht so zur Geltung, weil die Kamera da immer so ein bisschen gegenarbeitet. Aber ist ein super schönes Tier. Und ja, wir machen direkt weiter zur nächsten Mädel. Ja, die letzte Dame ist dran und die sitzt auch mehr als nur ganz vorne. Die sitzt ganz, ganz vorne. Wow. Sehr, sehr weit vorne. So, mal schauen. Ich will hier natürlich auch nicht wehtun oder irgendwas dergleichen. Das kannst du aber auch irgendwie. Kommst du freiwillig raus, gute Frau. Ist halt sehr eng da drin, ne? Ja. Dachte ich mir schon. So ist natürlich auch okay. Ne? Dann sehen wir sie wenigstens noch mal ganz schön, wenn sie nicht gleich einen Abflug macht. Aber irre. Guckt euch diese Muster an auf den Knien und sie will schon los und hat gar keine Lust mehr. Und das ist halt auch das, wo ich euch immer ganz gerne sage, ne? Wenn ihr die Tiere auspackt, dann nehmt euch einfach einen Pott, ne? Einen größeren Pott, wo ihr einfach das reinstellen könnt, dann seht ihr, die rennen bis in die Ecke. Kann natürlich sein, dass sie komplett losflitzen, ne, und einen Abflug hier rüber machen. Aber so ist erstmal eine Barriere geschaffen. In der Regel bleiben die hier stehen, ne, und dann kannst du die ganz geschmeidig einfach rausnehmen, einfangen, wie auch immer. Aber ich weiß ja nicht, was du damit machen möchtest, wenn du sie halt jetzt einfangen möchtest. So, da hat sie dann noch mal eine Reise gemacht. Aber ist nicht schlimm. Na, zack drüber, einfach Deckel drunter. Sie läuft auch schon von alleine hoch.
Noch einmal zu, blub, blub, blub. Und da haben wir so. Super schönes Tier. Auch wieder über 3 cm. Ne? Da achte ich halt drauf, dass das jetzt keine Babys sind, sondern wirklich auch größere. Obwohl wir von denen auch noch kleinere da haben. Aber ein super schönes Tier. Und wie ihr auch seht, ne, wenn die sich ausstrecken würde, wäre sie noch ein bisschen größer als meine Hand. Also von hier nach da. Schönes Tier. Schönes Tier. Und dann sind wir auch mit den Acanthus coria geniculata durch. Und wir machen direkt weiter. Wir haben hier ein Mädel. Kein Pärchen diesmal, nur ein Mädel. Und wir haben hier eine Pterinochilus murinus OBT. Und wir werden mal schauen, dass wir sie da rausbekommen. Irgendwie ohne groß Kladradatz. Hopp. Schauen wir doch mal, dass wir die OBT-Dame hier rausbekommen. Sehr, sehr ängstliche Tiere. Kann also sein, dass die hier gleich Hackengas gibt, ne, weil sie einfach Angst davor hat, hier gerade unterwegs zu sein oder gezeigt zu werden. Oder ne, diese ganzen Problemchen, die man so hat als Spinne. Und ihr seht schon, die ist so ein bisschen zuckig. Ne? Ihr seht, sie zuckt so ein bisschen rum. Das ist so ein Zeichen dafür, dass die halt, mal gucken, ob sie es macht, dass die hier gleich Vollgas gibt. Ne? Die ist auch 3 cm und ein wunderschönes Tier. Super orange. Ne? Leider durch die Kamera nicht so gut zu sehen, weil die das so ein bisschen runterfiltert. Aber super schönes Tier. Man sieht es hier noch so ein bisschen, das Muster alles. Es sind einfach wundervolle Tiere. Ich bin ein Riesenfan von dem Pterinochilus murinus. Und ja, hier haben wir eine OBT, die Dame. Wunderschöne Art und ein wunderschönes Tier. Währenddessen müssen die Schweinchen natürlich stänkern, das gehört dazu. Ne? Na, Juni hat die Häschen rausgeärgert, aber ist nicht so schlimm. Die Meerschweinchen, die hören einfach dazu. Die müssen immer wieder sich mal zu Worte melden. Ignaz sitzt da und frisst seine Pellets. Ja, ich finde eine super schöne Art und sehr präsent, wie ich finde. Auch abends viel zu sehen, auch am Tag, wenn man will. Ne? Fütterungstechnisch eine tolle Sache. Man darf halt nur nicht vergessen, sind sehr ängstliche Tiere. Und wenn die halt in die Ecke gedrängt werden und sich nicht mehr verstecken können, nicht mehr wegrennen können, dann werden sie natürlich ungemütlich, was nicht bedeutet, dass sie dich jetzt anspringen oder irgendwas dergleichen, sondern die stellen sich halt auf. Da haben wir auch bei dem anderen Video gesehen, davor mit den Riesen-Unboxing, da hat sie sich ja auch aufgestellt und mehr ist es halt nicht. Ne? Also ich habe jetzt einige ausgepackt und bisher immer nur dieses Verhalten gesehen, da war noch nie eine, die mir entgegengestiegen ist. Ich meine, zwei, die ich hier habe, meine Mädels, die rennen mir auch nicht entgegen. Und ja, kann halt nur sagen, super schöne Tiere, machen echt Spaß und ja, wir gehen direkt weiter. Aber wir sind mit dem Pterinochilus murinus noch nicht fertig. Ich habe noch ein Pärchen da. Und diesmal ist es ein RCF-Pärchen. Ich muss vielleicht mal die ganze ein bisschen so zurück, damit ihr auch was seht. Ja, sitzt ganz hinten drin. Ne? Eingeschustert. Hat auch alles schön zugesponnen. Die spinnen ganz gut. Ne? Also die können das ganz gut. Dieses ganze Zuspinnen haben die drauf. Ich will mal schauen, dass ich alles ordentlich gegriffen bekomme. Hopp. Und dann ist das Tierchen auch schon raus. So, und dann dröseln wir das mal auf. Er wird wahrscheinlich gleich rauskommen, so oder so. Also der hat sich gerade schon nach vorne bewegt. Der wird jetzt wahrscheinlich hier gleich Hackengas geben. Wird leider nicht so schnell sein, wie ich gerne möchte. Und da haben wir ihn. Ja, annähernd 3 cm. Keine 3 cm, aber knapp drunter. Die Männchen sind und bleiben sowieso etwas kleiner. Ne? Also wenn die adult sind, sind die viel, viel kleiner als die Weibchen. Und ja, hier haben wir das Männchen. Jetzt können wir wieder ein bisschen reinzoomen. Leider wegen dem Weiß halt nicht so gut zu sehen. Auch wegen dem Netz, was er da hat, was da an ihm dran klebt. So, jetzt haben wir ihn nochmal ein bisschen besser drauf. Wunderschöne Tiere, wie ich finde. Und ich schaue mal, ob ich ihn auf die Platte kriege. Damit wir ihn auch noch mal gesehen haben. Nein, 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 nicht so. Nicht so. Hopp. Ihr könnt es gar nicht sehen.
Hier ist gerade ein kleiner Tanz ausgebrochen zwischen uns. Ich versuche ihn irgendwie in die Position nach unten zu bringen. Er ist auch wütend. Er ist gnatzig und super schnell. Also, fixe Tierchen. Kann ich garantieren, dass ich den jetzt ordentlich zeigen kann, ohne dass der hier gleich Hackengas gibt. Das macht es nämlich sehr, sehr schwierig. Und ich würde ihn halt gerne zeigen, weil er ist wirklich schön. Ich muss nur irgendwie rankommen an den Kollegen. Ha! Da haben wir ihn, ne? Also, Pterinocilus murinus, RCF. Wunderschönes Männchen. Bin gespannt, wie das Weibchen ist. Ich glaube, beim letzten Mal war es auch so gewesen, dass die Männchen ein bisschen zackiger waren als die Weiber. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn wir wollen ja mit denen nicht rumspielen oder irgendwas dergleichen. Die sollen ja nur in ihr Terrarium. Und da werden sie dann beobachtet und man hat halt Spaß an den Tieren. Ne? Und ich kann es euch versprechen, gebt denen eine Höhle, macht den Laub rein, schön viele Blätter. Von mir ist auch richtig große Blätter, große, kleine, die nehmen das alles. Moos rein und noch ein paar Äste rein und die spinnen euch das alles zu. Das sieht richtig, richtig gut aus. Die nehmen sich wirklich die Blätter und machen das, benutzen das auch als Höhlensystem und alles. Mega tolle Tiere. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wer auf sowas steht, ne? So auf diese Höhlensysteme mit Moos und Laub und allem drum und dran. Das können die. Und das können die richtig gut. Die Neohohlothele Inkai, die wir da haben, die macht das natürlich auch, ne? Also die ist auch wirklich so mit diesen Höhlensystemen unterwegs. Ich kann euch ja nochmal die Mutti zeigen. Ne? Also wenn ihr auf sowas steht, auf so Höhlensysteme und alles, das kann die und das macht die auch. Ne? Die baut hier überall Höhlen rein und spinnt das alles zu. Neohohlothele Inkai auf jeden Fall da nochmal auch mega geil, ne? Was das angeht. Hat einen Höhleneingang vorne drin. Man sieht den auch hier. Und ja, tolle Tiere, ne? Die spinnen auch ordentlich. Und das können die Pterinocilus murinus auch. Ja, jetzt haben wir den Kollegen hier drin. Und der kann wirklich Gas geben. Ich sag das nicht nur so. Das meine ich auch so. Und er auch. Ne? Er versteht da keinen Spaß. Super schnelles Tier. Aber halt auch eben super scheu. Ne? Die wollen sich halt nicht mit dir anlegen oder irgendwas dergleichen. Die wollen sich wirklich nur verstecken. Und das verstehe ich auch, ne? Wenn sie da auch ihre Reise hatten und dann wieder rausgedreht werden aus dem Ganzen. Ist klar, dann wollen die Ruhe haben. Und das bekommt er jetzt auch, ne? Also wir legen ihn jetzt beiseite. Super schönes Tier. Und das Weibchen holen wir jetzt auch noch raus. Bei dem RCF-Weibchen werden wir mal schauen müssen. Die sitzt auch auf Anschlag. Jo, dann gucken wir mal, dass wir die rausbekommen. Wie gesagt, super scheue Tiere, flitzen sofort los, wenn sie können. Ne? Also da genau das werden wir bekommen. Da brauche ich auch nicht viel schönreden oder anders reden, aber das ist nicht schlimm, weil das ist einfach normal. Jede andere würde halt auch so Gas geben. Die hier kommt, glaube ich, sogar gleich alleine raus. Müssen wir schauen, dass sie nicht nach hinten abdüst. Sie kann zu mir abdüsen. Ne? Die kommt hier gerade so langsam raus. Kann man auch so machen, ne? Also hinten so ein bisschen einengen das Ganze. Machen wir hier mal auf für sie. So. Ne, doch nicht. Wäre natürlich schön gewesen, sie wäre jetzt einfach von alleine rausgekommen, aber wenn sie nicht will, dann drehe ich sie auch raus. Gar kein Problem. Na, sie haut sogar. Sie haut sogar. Ich habe mich gerade gewundert, was war denn das eben für ein Gefühl? Aber ja, die sitzt da drin und hat auch gerade zugeschlagen. Also die will mich vertreiben von ihrer Behausung, ihrem Zuhause. Und ja, auch das ist vollkommen okay, das darfst du auch. Ja, aber jetzt muss ich trotzdem raus, weil sie bekommt ja auch noch ein Zuhause. Seht ihr das? Die vorderen Beinchen guckt halt raus, ne? Und wie ihr seht, die hat keine Aggression oder irgendwas dergleichen. Die will mich nicht umbringen. Hätte schon längst beißen können, wenn sie gewollt hätte. Hätte auch schon längst rausrennen können. Hätte Fahrradkette, hat sie nicht getan. Deswegen, also, ich weiß, dass sie von vielen irgendwie gefürchtet ist, weil sie so aggressiv sein sollen. Für mich sind sie nicht aggressiv, sondern eher defensiv. Ne? Oder sieht die jetzt aggressiv aus? Möchte die mich anfallen? Möchte sie mich aufessen? Nein, natürlich nicht. Es sind super tolle Tiere und ich finde auch echt tolle Vogelspinnen. Und ja, also, da kann ja keiner was vormachen. Das sind tolle Tiere. Kannst du mal wieder sagen. Und ich finde,
den Ruf, den sie da weg haben, absolut nicht gerechtfertigt. Absolut nicht gerechtfertigt. Ne? Ja, und die ist auch bei ihren 3 cm Körperlänge. Die ist auch ein bisschen größer als das Männchen. Sehe ich direkt. Und ja, also wunderschöne Tiere. Pterinochilus morinus, RCF diesmal, auch als auch die OBT und wie sie alle heißen, alles total schöne Tiere und ich finde die mega. Und jetzt sind wir einfach dankbar, dass sie mir nicht den Kopf abgerissen hat, ne, sondern ganz friedlich war. Ich glaube, das hier war jetzt gar nicht notwendig. Wir können auch einfach die Rolle nehmen, zack, legen das hier rein, weil ich muss natürlich jetzt weitermachen. Und wir weiterschauen mit den Tierchen. Und ja, das zu Hause bekommen sie dann auch noch. Jetzt kommen noch mal 2 Tiere, wo ich finde, das ist schon Highlight. Also das sind schon Highlight-Tiere und ich denke, da werden einige mir zustimmen. Vielleicht sieht man es schon so ein bisschen. Es sind unheimlich schöne Tiere. Es sind auch Zwergvogelspinnen und wir schauen sie uns jetzt einfach mal an. Ich gucke mal, ob ich sie rausbekomme. Im besten Fall kriegen wir sie auch aus der Rolle hier raus. 2 wunderschöne, wenn ich sie aufgedröselt kriege. Harpalopus formosus Mädels. Und wir schauen mal. Kann das nicht einfach liegen bleiben? Das wäre so schön. So, und jetzt gucken wir mal rein. Das Tierchen ist an die 2 cm Körperlänge. Super schönes Tier. Wir schauen mal, vielleicht kriege ich sie auch in die Heimchendose direkt rein. Da gibt sie Gas. Da gibt sie Vollgas. Ich möchte dich gerne in der Heimchendose haben. Geht das? Kriegen wir das hin? Ja. Sind wir lieb? Sind wir lieb? Sie so, ne? Bin mir noch recht unsicher, sagt sie. Weiß nicht, ob ich lieb bin heute. Aber jetzt kurz sagt sie, ist okay. Auch hier aufpassen, Herr Brennhaare, ich hab da gerade voll reingefasst. Ah ja, naja, ein bisschen Freude hat man daran immer. Und da haben wir sie, ne? Harpalopus formosus Zwergvogelspinne. Wunderschöne Art, wie ich finde. Und die kommt auch richtig gut zur Geltung gerade. Ne? Wenn das Weiß nicht mehr da ist, dann sieht man die auch. Und das sind wunderschöne Tiere. Und davon haben wir jetzt auch 2 Stück da. Zweite gucken wir uns natürlich auch gleich an. Wir wollen ja wissen, ist sie fit oder ist sie nicht fit. Aber die hier ist topfit. Ne? Also die sind alle topfit tatsächlich. Ne? Also die rennen alle wie die Raketen. Ja, haben wir jetzt auch da. Wunderschöne Tiere, wie ich finde. Wunderschöne Tierchen. Schaut es euch noch ein bisschen an. Kann man echt genießen, ne? Also das Muster auf dem Hintern, das ist einfach der Wahnsinn, ne? Wunderschöne Tiere. Harpalopus formosus Darm. Ja, und die zweite wird wahrscheinlich nicht anders drauf sein. Sitzt auch schon hinten drin. Und die wird wahrscheinlich genauso hier gleich abgehen. Ne, wie die Raketen, aber ihr habt es gesehen, ne? Ich kann es immer nur wieder empfehlen, diese größeren Dosen zu nehmen, wenn man die rausnehmen möchte, die Tierchen. Oder man macht es halt einfach so, dass man die, habe ich ja auch schon ganz oft gezeigt, machst einfach das Heimchen, die Heimchendose auf oder diese Döschen, wo sie jetzt drin waren, machst halt einfach auf und legst das einfach rein. Dann kommen die von ganz alleine raus. Ne? Also einfach mit ins Terrarium setzen, dann musst du dich mit dem Tier nicht auseinandersetzen, dass du es irgendwie rausholen musst oder dass dir durch die Bude rennt oder was weiß ich was. Mach einfach den Deckel ab, stell das ins Terrarium, am nächsten Morgen kannst du es rausnehmen oder auch schon abends, je nachdem, wann du das Tier bekommen hast. Und dann hat sich das Tierchen auch schon sein Zuhause ausgesucht. Unter einem Stock, unter einer Borke, unter was auch immer. So, da haben wir das Tierchen. Ja, ja, die gibt auch Gas, ne? Die geben alle Gas. Die können halt alle schnell. Boah, ich habe sie gar nicht gesehen, wie sie so schnell hochgeflitzt ist. Gehst du da rein vielleicht? Oder gehst du hier rein vielleicht? Okay, dann geht es natürlich auch direkt in die Heimchendose rein. So, da haben wir sie sitzen. Na, auch ein wunderschönes Mädel. Und ja, also. Bin so froh, dass ich die noch gekriegt habe. Mich echt gefreut. Weil findest du leider nicht so oft.
wenn dann halt nur in ganz, ganz winzig. Ne? Die größeren ist halt immer ein bisschen schwieriger, deswegen war ich da sehr, sehr happy drüber. Aber die rastet hier gerade komplett aus. Na, die gibt hier gerade richtig Gas. Ja, wunderschöne Art. Hapalopus formosus. Und das waren jetzt alle Tierchen, die bei mir jetzt eingezogen sind und darauf warten, bei euch ein Zuhause zu bekommen. Wer also jetzt ein Tierchen gesehen hat und sich sofort in das Tierchen verliebt hat, kann sich gerne bei mir über Instagram oder Discord melden. Alles Link in der Beschreibung. Aber jetzt kommt noch ein Tierchen. Da freue ich mich extrem drauf. Haben wir tatsächlich schon hier, aber wahrscheinlich nicht in der Größe. Ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt kommt, wie groß das Tierchen jetzt wirklich ist. Deswegen werden wir uns da mal überraschen lassen. Tada! Schwarz auf weiß. Wortwörtlich. Da siehst du ja gar nichts. Ja, müssen wir mal schauen, wa? Das würde ich da rauskriegen. Ich weiß auch nicht, wie schnell solche Tiere sein können. Aber ich bin mir relativ sicher, die können nicht am Glas hochklettern. Bin mir da relativ sicher. Und ja, wir schauen mal, dass wir den hier jetzt ausgedremelt kriegen. Ich habe drum gebeten, mal zu schauen, dass es vielleicht ein Weibchen wird. Ich wollte gerne ein Weibchen haben. Aber dich kriege ich ja gar nicht raus, ne? Du bist ja gar nicht raus zu popeln. Das ist halt so richtig fest hier alles. Wie die Leute das machen. Der hat auch keinen Bock, ne? Oder sie. Der oder sie. Hat gar keine Lust. Schade eigentlich. Ich frage mich immer, wie gesagt, wie kann man das so massiv zusammen... Ich brauche eine zweite Zange, wa? Mit einer zweiten Pinzette wird das wahrscheinlich einfacher. Hopp. Und auch hier wieder, ne? Muss man halt einfach sagen, die Tiere haben natürlich ihre Reise hinter sich. Die haben absolut keine Lust, sich mit mir jetzt auseinanderzusetzen hier. Ne? Besonders wenn ich die dann noch rausfriemel aus dem Ganzen. Stehen die gar nicht drauf. Aber ich krieg das Tierchen da nicht raus. Kriegen wir dich motiviert? Ja, kriegen wir. Ha! Plopp! Und wir haben hier einen Heterometrus silenus. Ein etwas größeres Tier. Super adultes Tier. Ich weiß nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ich hoffe, es ist ein Weibchen. Ich habe darum gebeten. Ob es nun eins ist, keine Ahnung. Ich kenne mich da wirklich so gut wie gar nicht aus. Ich weiß nur, dass da unten an den Kämmen, dass da halt bei den Männchen ist es, glaube ich, länger oder umgedreht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es leider nicht so genau. Frag mich, ob du da hochkommst. Aber es ist Kunststoff und es ist auch hier rauer Kunststoff, aber auch da kommt er nicht hoch, kann er also nicht. Und das tut ihn natürlich für etwas wirklich Tolles, was ich noch da habe, qualifizieren. Nämlich habe ich hier noch einen 30er Exoterra stehen, das werde ich komplett alles ausräumen, wieder ordentlich machen. Und wir werden das dann zusammen einrichten, werden das alles fertig machen für das tolle Tier. Ja, ich weiß, ich verstehe das. Das ist eine richtig tolle Idee, da habe ich vollkommen recht. Und ich freue mich da auch riesig drauf, ne, das da alles fertig zu machen. Ich gehe stark davon aus, dass das Tier wahrscheinlich genauso wenig zu sehen sein wird wie seine kleinen Kollegen, die wir da haben. Aber ich freue mich da wirklich massiv. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie happy ich bin. Das Tier ist wirklich ein Hammer. Und ja, also ich denke, das wird cool. Und das wird wahrscheinlich auch das nächste Video werden. Also sprich, wer da gerne sehen möchte mit dem Skorpion, das, wie wir das einrichten und schick machen, das Exoterra. Der kann gern dabei sein im nächsten Video. Und ja, ne, das wird wahrscheinlich, wie gesagt, das nächste Video. Es ziehen noch sehr, sehr viele andere Tiere noch ein. Die Woche wird auf jeden Fall wild. Zumindest für mich und für euch dann halt über die Wochen hinweg wild. Weil wir werden einige Tiere sehen, die neu einziehen. Und das wird auf jeden Fall spannend, auch für mich. Und ich freue mich da auch mega drauf. Eigentlich sollten noch ein paar Tierchen einziehen, heute schon, aber die sind leider nicht gekommen. Die sind noch bei der Post, ist gar nicht schlimm, kommen sie morgen. Aber dafür kommt halt morgen dann wahrscheinlich auch echt eine massive Ladung an Tieren. So, meine Lieben, wir sind damit jetzt durch. Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen. Wer also von den Spinnen gerne welche haben möchte, schreibt mir einfach auf Instagram oder auf Discord. Der Skorpion bleibt bei mir, das ist meiner. Ich werde mich jetzt noch mit den schönen Tierchen auseinandersetzen. Den Skorpion werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen. Ne? Also sprich, wenn ich dann das Terrarium fertig mache, auch das wird heute noch passieren. Ich habe heute jede Menge zu tun. Und ja,
ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, kannst du gerne ein Abo da lassen. Würde mir extrem weiterhelfen. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!